Liebe Freunde, schöne Grüße von Pepper, der liegt hier unterm Tisch, und mir aus der Hansestadt Lübeck. Heute mal wieder ein politisches Thema. Es sind jetzt über 70 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Und was ist passiert? Der Kuckuck meldet sich. Das deutsche Volk hat sich grundlegend gewandelt. Es ist eine völlig neue Generation entstanden. Guckt auf die Straße. Seht ihr da irgendwo den germanischen, nordischen, aggressiven Kämpfer irgendwo herumhüpfen? Nein, da sieht man ganz andere, teilweise erschreckende Gestalten. Ja, das alles ist natürlich Folge der Politik nach dem Krieg. Man hat uns alle gründlich umerzogen. Die alten Schulbücher, historische Bücher, alles wurde vernichtet und neu gedruckt, um uns zur Demokratie zu führen, von unseren Befreiern. Das ging dann auch sehr schnell, denn bereits 1968 kam die neue Generation voll zum Durchbruch. Mit der Revolution nach der Frankfurter Schule wurden völlig neue Ideale festgelegt, die den alten, aus dem Dritten Reich bekannten, diametral entgegengesetzt waren. Also, was ich damit sagen will, wir sind ein völlig neues Deutschland geworden. Friedliebend, gutgläubig, nicht immer ist das nur positiv gemeint, aber was einen jetzt ganz besonders verwundert, ist, dass wir nach über 70 Jahren immer noch unter dem Vorbehalt anderer Völker stehen und ganz genau beobachtet werden. Und das ergibt sich zum Beispiel aus der vielleicht nur wenigen bekannten Feindstaatenregelung der Vereinten Nationen. Ja, es ist unglaublich, aber die existiert immer noch für Deutschland. Man glaubt wohl doch, dass der Deutsche so gentechnisch so ein bisschen besonders dazu neigt, aggressiv zu sein. Aber im Grunde genommen wissen wir ja, dass das alles Quatsch ist. Aber guckt euch die Feindstaatenregelung einfach mal an. Ich zeige euch hier mal einen Ausschnitt aus Wikipedia. Lest euch das mal durch. Also, hier steht Feindstaatenklausel. Die Feindstaatenklausel ist ein Passus in den Artikeln 53 und 107 sowie ein Halbsatz in Artikel 77 der Charta der Vereinten Nationen, wonach gegen Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges von den Unterzeichnerstaaten Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat verhängt werden könnten, falls die Feindstaaten erneut eine aggressive Politik verfolgen sollten. Dies schließt auch militärische Interventionen mit ein. Als Feindstaaten werden in Artikel 53 jene Staaten definiert, die während des Zweiten Weltkrieges Feind eines Signatarstaates der UN-Charta waren, also primär Deutschland und Japan, genau genommen das Deutsche Reich und das Japanische Kaiserreich. In der heutigen internationalen Politik spielt die Feindstaatenklausel keine Rolle. Nach ganz herrschender Meinung in der Völkerrechtswissenschaft ist sie längst obsolet. Nun werden natürlich die meisten, die sich ein bisschen mit Völkerrecht und so beschäftigt haben, sagen, ja, was will er denn nun mit diesem alten Schinken? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Vereinten Nationen erklärt haben, die Feindstaatenregelung sei obsolet, das heißt nicht mehr anwendbar. Und das ist auch tatsächlich so wohl entschieden, aber seit den 90er Jahren ungefähr
hat man schon in der UN gesagt, ja, da diese Regelung ja gar nicht mehr anwendbar ist, können wir sie auch löschen. Gute Idee, aber das ist bisher nicht erfolgt. Und da frage ich mich doch, warum schafft man es nicht, in 20 Jahren ungefähr, dieses Vorhaben der Löschung eines kleinen Artikels der UN-Charta in die Wege zu leiten? Das kann doch nicht so schwierig sein. Gucken wir uns das mal in Wikipedia nochmal an. Entstehung und weitere Entwicklung. Die Artikel 53, 77 und 107 entstanden im Jahre 1945 bei der Formulierung der Urfassung der Charta in der Endphase des Krieges, sind jedoch auch noch in der aktuell gültigen Fassung enthalten. Die 50. Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 1995 eine Resolution zu Charta-Fragen, in der die Feindstaatenklausel aus den Artikeln 53, 77 und 107 als obsolet bezeichnet wurde. Eine Streichung der Klausel käme daher nur noch deklaratorische Wirkung zu. In der 1995 verabschiedeten Resolution war festgelegt, dass die Streichung in einer der nächsten Sitzungen bzw. so früh wie möglich erfolgen sollte. Gleichwohl ist die Situation weiterhin unverändert. Ja, das steht da immer noch drin in der UN-Charta, dass wir als Feinde ohne UN-Mandat von irgendjemandem, der da eine Gefahr aus den ehemaligen Siegermächten sieht, sofort angegriffen werden können, falls da irgendwas nicht klappt. Und ich meine, gut, diese Feindstaatenregelung soll ja nicht mehr anwendbar sein, aber ist es nicht so, dass man vielleicht befürchten muss, solange die da noch steht, dass man genauso gut sagen könnte, diese Feindstaatenregelung ist zurzeit obsolet? Das wäre ja auch noch durch die Hinzufügung dieser beiden Worte zur Zeit, Wörter natürlich, ändert die Sache ja ihren Sinn. Das würde nämlich bedeuten, dass wenn sich in Deutschland eine politische Situation ergibt, wir sind ja nun ein souveräner Staat, wie uns jeder sagt, die diesen ehemaligen Siegermächten nicht passt, ja was dann? Könnten die dann diese Feindstaatenregelung wieder in Kraft setzen? Wäre ja denkbar, dass das die Notbremse war, denn wir hatten ja schon mal nach dem Ersten Weltkrieg eine ähnliche Institution. Das nannte sich damals nicht Vereinte Nationen, sondern nach dem Ersten Weltkrieg Völkerbund. Und aus diesem Völkerbund ist damals unser Adolf ja ausgestiegen, weil er Deutschlands Interessen nicht vertreten sah. Und jetzt haben wir die UN. Und was würden die sagen, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, dort auch nicht mehr mitzumachen? Im Moment ist das ja prima. Deutschland finanziert ja, also wir alle finanzieren ja mit wahnsinnigen Mitteln diese ganzen Institutionen. Internationale Institutionen sein, sei es die UN oder das, die EU. Ja, was ist, wenn wir da nicht mehr mitspielen würden? Geht das einfach? Oder müssen wir da befürchten, dass dann doch was passiert? Wie denkt ihr drüber? Ich finde, diese Feindstaatenregelung sollte zumindest jedem bekannt sein und man sollte sich Gedanken drüber machen. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Bis dann. Cheerio.